Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. In der letzten Folge haben wir tatsächlich relativ viel gemacht. Wir haben den Mama-Uyu-Turm gemacht, sind hier bei den gefluteten Höfen angekommen. Beim gefluteten Hof, geflutete Höfe, nicht mehr sicher. Ich glaube, geflutete Höfe hieß es. Es war tatsächlich der Plural. Krokodil, lass mich in Ruhe. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie darüber kommen auf die andere Seite. Und das andere von diesen Dingern aktivieren, wo wir in der letzten Folge das erste Teil schon aktiviert haben. Ohne uns dabei von... Kann ich darüber? Ja! Es funktioniert. Sehr gut. Das erleichtert das Ganze ziemlich. Ich glaube nicht, dass ich hier lang will. Ich glaube, dass ich hier lang will. Und dann hier lang. Kann ich dich da runterhauen? Nein, der bewegt sich keinen Millimeter. Mach einen Abgang. So, nee, ich muss tatsächlich von dem Ding da hoch, glaube ich. Nein. Nein, Krokodil! Lass mich in Ruhe. Ich bin ein ganz netter Pitfall, Harry. Ganz, ganz nett. Und ich schmeck nicht. Ich bin zäh. Weil ich mich nicht gesund ernähre. Oder, ich sehe. Wir mussten doch hier runter. Dann hier hoch. Da unten stehen noch mehr von St. Klos Männern. Und so kommen wir hier rüber. Wundervoll. Die Frage ist, okay, da komme ich nicht weiter. Das sieht versperrt aus. Da werde ich wahrscheinlich Dynamit oder so brauchen. Dann aktivieren wir mal dich. Enzindio! Nein, Moment, falsches Spiel. Und ja. Tatsächlich öffnet sich dann da das Tor. Meine Erinnerung kommt auch ein bisschen wieder. Wie gesagt, ich habe das Spiel als Kind gespielt, dass da meine Erinnerung nicht... Ich habe zu langsam gemasht. Mash schneller, dein... Hallo? Ich mash voll schnell mein X-Knopf. Uncool. So, dann kümmere ich mich mal ganz kurz zum Affentempel. Genau, der war nämlich hier. Dann kümmere ich mich aber ganz kurz um euch. Ach, versteckt euch wie die feigen Loser, die ihr seid. Ich kriege euch trotzdem. Ha, von hinten. Backstep. Und hinein. In den Affentempel. Ah ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Great, so now I'm a monkey. I bet this never happened to that Jones guy. That Jones guy. Und hinter uns verschließt sich die Tür. Und der Affe will mit unserem Körper abhauen. Was natürlich gar nicht so geil ist, weil wenn der Affe mit unserem Körper weg ist, dann bleiben wir für immer im Körper des Affen. Wir können uns aber hier an den Affen, beziehungsweise an Pitfall Harry, beziehungsweise ranhängen. Und Mami hilft uns dann ein bisschen. Nein, ich treffe nicht. Das
ist gar nicht gut. Denn ihr seht, wir haben ein Zeitlimit. Und wenn das Zeitlimit abläuft, ist die Tür offen. Und der Affe kann für immer mit unserem Körper entkommen. Was tatsächlich gar nicht so geil wäre in der Situation. Kamera? Ich meine, sonst habe ich natürlich kein Problem damit, dass Affen meinen Körper klauen und damit entkommen. Aber in der Situation halt schon. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Und wir haben ihn. Sehr schön. Da kriegt er den Fuß der Mutter ins Gesicht. Now that was weird. Ja, das war sehr seltsam. Was haben wir denn hier für eine Tafel? Wir können nicht damit interagieren. Aber das Tor ist offen, durch das der Affe entkommen wollte. Die Frage ist, wohin wollte der Affe entkommen? Finden wir das mal raus. Es scheint nur tiefer in den Tempel reinzugehen. Aber wir können ja... Oh, rennen! Gotta go fast! Bin mir nicht sicher, ob es Pitfall Harry oder Sonic ist. So, nimm mal. Sieht bei dir leider nicht ganz so cool aus wie bei Link. Aber wir haben jetzt, was auch immer das ist. Wo geht's raus? Ich finde den Ausgang nicht mehr. Da ist der Ausgang. Wow. Ich habe auf jeden Fall die Orientierung, die man als Urwaldforscher oder als generell als Forscher braucht. Definitiv. You can read those? Dad taught me. What do they say? Well, there's something here about these temples having animal spirit guardians that steal men's souls. Typical ancient curse. Yeah, typical. Anything else? Just some legend of a lost, magical city. A stupid myth. Would this have anything to do with that stupid myth? I think it's some kind of key. Where did you find it? Picked it up off the ground. These things are everywhere. Liar. Ah! Run! It's okay. It's just Quick Claw. You know this animal? Yeah. A sorcerer gave him the power of speech. So I found out. Again and again. Say something. Very funny, Quick Claw. Come on, talk. Talk, you feline freak. Don't worry, I won't let that crazy man hurt you. Wow. I'm gonna go find a squirrel. You two are nuts. Wow, den Spruch muss ich mir merken. Den Spruch, der war echt gut. Aber den kann man leider nicht ins Deutsche übersetzen, ne? I'm gonna find a squirrel. Cause you guys are nuts. Höchstens vielleicht irgendwas mit. Beating that monkey spirit had opened a door heading straight into native territory. I decided then that if I was going to make any headway, I'd have to come to some kind of truce with the locals. So I set out to find their village. Okay, damit haben wir unser neues Ziel. Ich habe mir überlegt, vielleicht irgendwas mit auf die Nüsse gehen oder so, aber... Na, ich weiß, man kann halt nicht alles eins zu eins übersetzen, ne? Gut, dann würde ich vorschlagen, schwimmen wir doch mal darüber. Krokodil und Dynamit ist natürlich alles nicht so geil, wenn es hinter uns her ist, während wir versuchen, von A nach B zu schwimmen. Aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Zu den Zwillingsaußenposten. Daran erinnere ich mich jetzt zum Beispiel wieder besser. Gut, es ist keine große Map, beziehungsweise es sind zwei verbundene Maps. Aber ich weiß nicht, da erinnere ich mich jetzt schon wieder viel besser dran als an den Ding. An die gefluteten Höfe. Hier sind Gegner. Könnt ihr bitte nicht? Oh, und da ist ein Götze.
Komm, nimm den mit. Sehr schön. Muss mal die Augen ein bisschen mehr nach Schamanen aufhalten, habe ich das Gefühl. Weil ich habe in meinen Stats gesehen. Zack. Die sehe ich nur, wenn ich das gespeicherte Spiel lade. Habe ich gesehen, dass wir irgendwie 2 von 21 Schamanen, jetzt haben wir halt 3, weil ich in der Aufnahmesession einen gefunden habe, 3 von 21 gefunden auf, keine Ahnung, wie viel haben wir jetzt, 25% Spielfortschritt oder so. Das ist tatsächlich statistisch gar nicht so gut. Wie habe ich das gerade eben gemacht? Ich habe den irgendwie genommen und durch die Gegend geschleudert. Das war sehr cool. So, wie kommen wir da hoch? Wir müssen hier wahrscheinlich so ein Upsmash machen, ja. Dann von hier aus darüber an die Liane. Schwupp, wupp. Und von hier aus können wir dann da hoch. Schwupp, wupp. Kannst du bitte mich nicht mit deinem komischen, stinkigen Zeug, was du da wirfst, bewerfen? Danke. Und wir schnappen uns den auch noch. Und abwärts. Okay, mit Y können wir tauchen. Bin mir nicht so sicher, ob das irgendwann im Spiel nochmal wichtig wird. Oder ob die sich so dachten, so, komm, wir fügen einfach mal die coole Tauchpassage ein. So, genau, wenn wir durch die Luftblasen schwimmen, können wir unseren Sauerstoff auffüllen. Und hier immer nach oben klettern zum anderen Teil des Zwillingsaußenpostens, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Denn ihr seht, ganz so gut sieht es hier gar nicht mehr aus. Tatsächlich sieht es hier überhaupt nicht gut aus. Die beiden, die können wir ignorieren, die bewerfen aus irgendwelchen Gründen da drüben das Haus. Aber die lassen uns absolut in Ruhe. Harry, möchtest du bitte ein Upsmash? Habe ich die falschen Taste? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wow, das ist mir auch noch nicht passiert. Das war, ja, Mental Breakdown, ne? Das war gar nicht so gut, was ich da gemacht habe. Oh, wow. Oh, wow. Zum Schildkrötenmonument geht's jetzt. Auch da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Was war das? Ach, das war das. Da oben ist ein Schamane. Okay, ich versuche mal den Affen da ein bisschen aus dem Weg zu gehen, die hier gerade mit den Eingeborenen kämpfen. Denn wir haben ja gerade eben gelernt, mit den Affen sollten wir uns definitiv nicht anlegen. Die Frage ist, komme ich da hinten hoch aufs Schildkrötenmonument, dass ich da irgendwie... ich steckte gerade in der Animation fest. Sehr gut. Ich da, ob ich hier Auto sehr laut vor meiner Straße. Uncool. Hier kommen wir tatsächlich hoch. War das jetzt gewollt? Okay, das scheint gewollt zu sein, weil da drüben ist auch was. Und da ist ein Schamane. Was bist du? Ah, hier ist noch... Okay, es scheint tatsächlich gewollt zu sein, dass wir da hoch können. Auf den Rücken der Schildkröte. Ob es jetzt der Weg gewollt war, den wir genommen haben, es war gerade absolut kein deutscher Satz. Ob der Weg der gewollte war, den wir gerade nach oben genommen haben, oder nicht, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber immerhin haben wir einen Weg nach oben gefunden. Wake up!
So, was können wir uns hier kaufen? Super Sling Breakdance. Eins von den beiden würde ich mir gern holen. Was macht denn der Super Sling? Das ist natürlich auch geil. Der sorgt dafür, dass unsere Schlinge, wenn wir sie aufladen, alle Gegner one-hitten kann. Ich glaube, den nehme ich mit, die Super Sling. Wir können jeden Gegner im Spiel aus einer sicheren Distanz snipen. Das probiere ich gleich mal aus. Okay, ich muss ein bisschen höher zielen. Und dann lädt er auf. Moment, aufladen. Und nach vorne. Zack. Okay, die Affen scheinen tatsächlich nicht besiegbar, wie es aussieht. Weil sonst hätte ja laut Beschreibung der Affe jetzt One-Hit sein müssen. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt habe ich natürlich seine Agro auf mich gezogen. Das ist nicht ganz so geil. Aber ich denke mal, dass der auch recht schnell wieder nachlässt. Außerdem gehe ich jetzt eh erstmal hier Hupsa rein. Wo ist das, Harry? Wer redet da? Ah, die Stimme kenne ich. Oh, hier war ein Gegner drin. Wir sollen es auf die, wir sollen auf die Erhöhung gehen. Auf die Ablage quasi. Aber ich würde mich doch ganz gern erstmal um die ganzen Gegner hier kümmern. Denke ich. Schätze ich. Da war auch einer drin. Komm. Wo ist er hin? Ah, der ist schon ausgenockt. Wupsi. Das habe ich natürlich mitbekommen. Dass ich den Gegner schon ausgenockt habe. So, und wir sollen irgendwie auf die Kante hoch. Vermutlich einfach... Hier? Geht das? Ja, das funktioniert. So, wo bist du? Auf der Seite schon mal nicht, wie es aussieht. Dann wohl... auf der anderen. Ah, Gegner. Kannst du bitte nicht... Will doch nur genau den Low-Kick machen, danke. Das war doch alles, was ich wollte. Ah, du bist's. Leech heißt der, glaube ich. Got a question. Bittenbinder told me that your group is here looking for Kevin McAllister. What was McAllister looking for? Another page from the heroic handbook, you know, helps you be heroic, or a handbook. McAllister? Okay, okay, he was looking for El Dorado. El Dorado? That's just a myth. So they say, but I don't trust they, or them, or him, or her. In fact, I'm suspicious of all pronouns. I think El Dorado is real. So where do you fit in? I'm interested in time travel. What's that got to do with anything? Nothing. I'm just interested. Okay, also sind wir auf der Suche nach einem Mann, der auf der Suche nach Eldorado ist. Und wir haben den Heroic Dive gelernt. X und A drücken, dann können wir uns... Stück vorwärts. Moment. X und A. A. So, was machst du? Warte. Hab ich dich nicht vorher schon besiegt? Das war ein saftiger Treffer.
Okay, das schaffe ich auch mit dem Leap nicht. Da muss ich wohl irgendwas drauflegen oder so, schätze ich. Vielleicht mit Dynamit oder so, aber... Das hat nicht so ganz funktioniert. Vielleicht muss ich da mit Dynamit irgendwas draufsprengen oder so. Sehr gut. Das hat dafür umso besser funktioniert. Freunde, dann würde ich aber sagen, raus. Gehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.